Was geht ab? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier im neuesten Twilight Evolution Video und gleich geht's los. Kapitel 16 von Twilight Lands öffnet. Und ja, ich bin bereit. Ich habe mich gerade schon mal vorbereitet, habe schon mal mein Team quasi hier zusammengestellt. Ich habe jetzt 16 Heroes reingetan. Vengards halt, Inventarisch, dann halt Jaina und die Summoner. Emma brauchte ich gar nicht, egal. Emma brauchte ich gar nicht, ist egal. Und Assassinen habe ich alle, Assassinen, 3. Fiona habe ich, ja, das passt schon länger, denke ich. Wir brauchten Emma zwar nicht, aber wird schon passen. In 3 Minuten geht's los, ich mache nochmal kurz Pause. So, los geht's, Leute, ich bin gar nicht richtig gut vorbereitet diesmal. Ich hoffe nur, dass wir ganz gut durchkommen. Irgendwer fehlt hier noch. Wer fehlt denn hier aus dem Team, den ich nicht mitgenommen habe, Mann? Miranda. Er ist ja gut vorbereitet hier von mir auf jeden Fall. Dann bestellen wir Miranda rein. Play. Beste Vorbereitung auf jeden Fall, Leute. So sieht's aus, wenn man richtig vorbereitet. Aber ich habe wenig Zeit momentan. Ich bin nicht vorbereitet. Don't blame me, ich bin nicht vorbereitet. It is what it is. Müssen wir durch. So. Lassen wir so durchlaufen. Passt. Dann kommt schon der erste Zwischenboss. Das ist der Vanguard-Boss. Hatte ich ein Team vorbereitet? Ich glaube ja, so. Gehen so rein. Das ist ja wie im Endless Battle hier einfach. Außer dass wir anscheinend sofort die Ultimates natürlich am Start haben. Okay aus vom Damage. Wir machen Ares auf Auto, das nervt mich. Okay, der ist down. Das war easy. Gehen wir hier rein. Ich denke mal, das können wir schaffen mit dem Energy Team. Hoffe ich.
Perfekt, das ging sehr gut. Dann weiter hier. Auch gut. Dann haben wir hier Assassin, dann nehme ich einfach mein Wahlteam. Denke ich, einfach so rein, let's go. Ja, da ist es noch gleich da vorne. Schilde müssen jetzt eigentlich auch gleich kommen, oder? Da sind die Schilde. Das Schild ist schon weg, dann gehe ich jetzt hier drauf. Das ist tot. Der zweite wird auch gleich liegen. Noch ein Record-Ulti, dann sollte der auch schon quasi weg sein. Ja, perfekt. Hier rein. Das. Das hier. Jetzt muss ich einmal kurz ins Menü. Ich habe nämlich auf Ampu und auf Jaina nicht das richtige Gear. Für den letzten Boss. Einmal schnell zurück, komm schon. Mach hin, lad nicht so lange. Auf Jaina einmal switchen. Jaina back. Ja. Und auf Ampu war das. Wo ist Ampu? Ich hoffe, Jaina hat jetzt noch die an. Ja, passt. Man sieht gar nicht mehr, was von welchem Helden man das wegnimmt. Das ist so schlecht, man. Das komische Symbol, was da mittlerweile ist. Hier hatte ich doch Team gemacht. Vielleicht sind 10 Twilight. Gehen wir rein. Ich hoffe mal, dass das passt so, aber ich gehe einfach mal davon aus. Das wird bestimmt nicht so schwer sein. Dazu kein Support hier, aber ich denke mal nicht, dass der Boss so viel Damage macht. Ansonsten resette ich einfach und mach zweimal. Das ist mir Wumpe. Hauptsache wir ballern den schnell weg, Alter. Ehrlich gesagt, mein Ampu steht ein bisschen scheiße. Merke ich gerade, aber ich habe keinen Bock jetzt neu zu starten. Ampu trifft irgendwie nur den einen. Das ist sehr kacke, aber egal. Jetzt neu zu starten wird einfach mehr Zeit kosten, bin ich ehrlich. Ich mache einfach wie immer, wie ich mache, Reset und dann nochmal rein. Das ist einfach am schnellsten und am einfachsten. Wenn ihr jetzt stirbt, ist mir auch egal. Also. Hier ist mir Wumpe.
Das kann man locker auch in ein, zwei machen, wenn man Sauberlay mitnimmt, aber ich wollte es so schnell wie möglich machen, Leute, deswegen habe ich einfach Jaina hier. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier Sauberlay zu nehmen anstatt Jaina, damit ihr ein bisschen länger überlebt. Ihr seht, bei mir ist fast aber 50% sind weg. Und ja, gleich resetten wir einfach. Wenn wir dann hier gleich mal endlich sterben irgendwie. Für mich sterben jetzt mal langsam. Dann stelle ich Ampo auch ein bisschen weiter nach vorne, weil das war blöd, dass der jetzt auch nur die ganze Zeit einhittet. Können wir schnell sterben? Mein Gott, hier geht Zeit drauf, ey, das nervt mich hart. Die sterben einfach nicht, ne? Holy shit. Kann ich nicht einfach sterben? Wenn ich jetzt keine Ulti machen würde, sterbe ich halt auch nicht schneller, oder? Ja, vielleicht ein bisschen. Du, das ist anders jetzt, als ich dem jetzt gehofft habe. Ah, jetzt sterben wir endlich. Gut. Sterb, sterb, sterb. Perfekt. Schnell nochmal rein. Team. Set Team. Yes. Heroes, ja, ja. Ich dachte schon, Alter, wo sind meine Heroes hin, Digga? Ich stelle den Ampul jetzt hier hin. Fertig. GG, würde ich sagen. Ich hoffe, das reicht für den ersten Platz. Aber wir sind relativ schnell durchgekommen. Nur der letzte Boss hat wirklich Zeit gekostet. Boah, das ist auch mit dem. Ich habe gehofft, die sterben alle relativ schnell, aber gleichzeitig. Einfach so bei 50% sterben und Abflug. Naja, ist nicht ganz so aufgegangen der Plan. Ich hoffe, dass es trotzdem passt. Wenn ihr Sauberlay benutzt, dann auch natürlich nicht Grace benutzen. Dann benutzt ihr natürlich auch Enlighten, ne? Ist ja klar. Und dann halt auch nicht Flowing Moon, sondern Dominant Nucleus. Passt, wir haben es auf jeden Fall jetzt fertig. Mal gucken, ob wir Erste sind. Aber ich tendiere dazu zu sagen, wir haben 12 Minuten gebraucht für Twilight, dass wir Erster sind. Tendenz auf jeden Fall. Wir haben die Bestätigung, wir sind Erster, okay gut, da ist noch niemals einer bei der Boss-Stage, das ist natürlich perfekt gelaufen. Wir haben ja den neuen Proto bekommen, den rüsten wir nochmal kurz hoch, den habe ich dann auch auf 60 jetzt. Und ja, damit würde ich dann erstmal das Video beenden. Wie gesagt, bei der letzten Stage macht es einfach, wenn ihr nicht ganz so stark seid, macht auch sicher, nehmt Jaina raus, tut Sauberlay rein. Packt Enlighten rein, packt Dominant Nucleus rein und ihr seid auf der safen Seite. Ich wollte es einfach so schnell wie möglich machen, Leute. Der Plan ist halb aufgegangen, weil die anderen noch zu lange überlebt haben. Ihr habt es gesehen. Aber ich bin zufrieden mit dem Plan. Ja, es hat gepasst. Es war easy. Bis jetzt meiner Meinung nach das einfachste Twilight von allen, die bis jetzt hier kamen. Ich hoffe, ihr schafft es auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf dem Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace, euer RZA9.